Willkommen bei der Spielwarenmesse in Nürnberg. Eines der Highlights für uns Modelleisenbahner, denn jedes Jahr werden hier die aktuellen Neuheiten vorgestellt. Was uns dieses Jahr erwartet, sehen wir uns jetzt auf unserem Messestand an. Das erste Highlight ist die E6905 in H0. Von der Münchner Lokalbahn AG wurden insgesamt 5 elektrische Loks mit den Bezeichnungen LAG 1 bis 5 beschafft. Die E6905 Adolfine war die letzte gelieferte Lok. Später wurde die Lokomotive von der Deutschen Bundesbahn überwiegend vor Regionalzügen und leichten Güterzügen eingesetzt. Neben einer filigranen Anmutung besticht das Modell durch extra angelegte Details und ein hervorragendes Fahrverhalten. Ein Sound wie beim kleinen Original rundet auch das 1:87 Modell gelungen ab. Ebenfalls in H0 erscheint die Diesel-Lokomotivfamilie der Baureihe 215, welche im Zuge ihrer Laufbahn später zur 225 umgezeichnet wurde. Heute befinden sich nur mehr wenige 225er bei der DB AG. Allerdings haben immer mehr Privatbahnen die ehemaligen Staatsbahnlokomotiven im Einsatz. Fleischmann bietet neben der Baureihe 215 in Ozeanblau-Beige, der Deutschen Bundesbahn auch die Epoche 5-Variante, der Diesellok BR 225 der DB AG in Verkehrsrot an. Die feinst detaillierten Modelle zeichnen sich durch eine Vielzahl an separaten angesetzten Teilen aus. Davon einige aus Metall sowie durch einen vorbildgerechten Sound. In diesem Jahr haben wir auch ein erfrischendes Highlight in unserem Angebot. Die Werbelokomotive 500 Jahre Reinheitsgebot. Im Spur-N-Programm hält mit der kompletten Neukonstruktion der E-Lok-Baureihe 185.2 ein Mitglied der Trax-Familie auch erstmals die Next-18-Schnittstelle Einzug. Doch nicht nur die Regionalversion wird aufgelegt. Auf der gleichen Plattform werden auch die Güterverkehrslokomotiven der Baureihe 185.2 von Railion und Locomotion produziert. Für unsere Schweizer Kunden erscheint die RE 482. Doch nicht nur technisch weiß das neue Modell zu begeistern, auch optisch werden die extra angesetzten Steckteile und eine lupenreine Bedruckung begeistern. Im N-Wagensortiment erhält der beliebte Multenkippwagen der Bauart Omi eine Überarbeitung auf ein aktuelles Modellbauniveau. Neben optischen Verfeinerungen wird unter anderem auch eine Kurzkupplungskinematik eingebaut. Vielleicht war auch etwas für Sie dabei bei den Neuheiten 2016. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit der Modelleisenbahn.